Heute soll es um diese Stelle gehen. Und meiner Meinung nach bemerkenswert ist eine verdoppelte Septime an dieser Stelle hier. Und die Frage ist, wie es dazu kommt und warum das überhaupt möglich ist und ob das überhaupt eine Septime ist. Fangen wir mal an mit der Terzenschichtung. Wir kommen hier von D-Dur und dann kommt hier so eine Art unvollständiger E7 auf die 2. Die Quinte, das H ist ausgespart zugunsten einer verdoppelten Septime. Hier ist der Grundton. Und das wird dann fortgeführt in den DV. Und der wird aufgelöst nach E-Dur. Zur Erklärung, warum sowas möglich ist, ich denke, hier greift wieder die These, dass eine Dissonanz durch eine krassere Dissonanz überschrieben werden kann und dass dann ihre korrekte Auflösung nicht gebracht werden muss. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, was ich natürlich auch verlinke. Die obere der beiden Septimen wird in diesem Fall korrekt nach unten aufgelöst, während die untere chromatisch nach oben geführt wird. Das ist natürlich klar, dass nicht beide Septimen abwärts aufgelöst werden können, wie es die Regel ist, sondern eine eben abspringen muss oder aufwärts geführt werden muss, chromatisch, damit keine Parallelen entstehen. Natürlich ist das Abspringen meines Wissens nach etwas, was überhaupt nicht vorkommt. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Diese chromatische Führung nach oben hingegen immer mal wieder, aber dann eben in ein DV meistens herein. Der DV, der mit seinen zwei verschränkten Tritoni, also als stärkere Dissonanz empfunden wird meines Erachtens diese Septime, die im DV vorkommt, ist theoretisch eine Dissonanz, aber natürlich keine, die das Ohr wahrnimmt. Jetzt ist natürlich bei der metrischen Position der 1 und die Frage, ob man das irgendwie als Durchgangsphänomen, diesen Akkord, wahrnehmen kann. Und der Alt hat sicherlich einen solchen Durchgang, aber der Tenor macht bei einer Lesart von in irgendeiner Form figurativen Geschehen meines Erachtens Probleme. Wir haben einen Sprung abwärts und Sprünge führen in der Regel eben in Akkord eigene Töne. Außerdem macht das E in D-Dur, was wir auf die 1 haben, Problem, das wäre eine Dissonanz, in die hineingesprungen wird, die wiederum nicht aufgelöst wird. Ich würde das hier in der Tat, obwohl es auf der noch leichteren Zeit erscheint als eigener Akkord deuten, weil hier von einer harmonischen Figuration, also vom Sprüngen durch Akkord eigene Töne nicht gesprochen werden kann und dementsprechend wäre das in der Tat ein Septakkord mit verdoppelter Septime, wobei eine natürlich nicht aufgelöst werden kann. Die Frage ist, ob es dafür vielleicht auch eine textliche Begründung gibt, die gibt es ja oft bei solchen etwas besonderen Stellen. Und in der Tat, der Text, der hier auf diese Fermate zuläuft, ist: So kann der Teufel Fleisch und Welt mich leicht in Unglück stürzen. Und wenn man so will, das Unglück kommt etwas weiter vorne, aber man könnte es immerhin als Textausdeutung in dem Sinne betrachten, dass wir einmal das Unglück haben, die verdoppelte Septime, die natürlich hier dann überschrieben wird, wie beschrieben. Und dieses Stürzen in den Moment, der eine verdoppelte Septime erzeugt, das ist in der Tat mit einem Sprung abwärts und zwar genau auf Stürzen auf der Initialsilbe. Vielleicht ist das wirklich sehr, sehr textnah
Ausdeutung halte ich für plausibel, die allerdings, und das ist, denke ich, auch eine wichtige Perspektive, nicht dazu führt, dass hier Regeln gebrochen werden. Ich würde hier vielleicht von einem Prinzip sprechen. Allerdings würde ich jetzt auch nicht direkt als Regel festlegen, dass jede Septime aufwärts geführt werden darf, wenn man ein DV danach bringt oder so. Ich würde vielleicht eher von Gegebenheiten sprechen, in denen es möglich ist, eben solche eigentlich feststehenden Regeln durch stärker empfundene Dissonanzen zu überschreiben. Ich glaube, ein ähnlicher Punkt, der in die gleiche Richtung zielt, ist diese vermiedene Auflösung des Leitons in der Bassstimme, der zur Septime chromatisch in der Regel geführt wird, wo wir auch eine eigentliche Regel haben. Leitungen und Außenstimmen werden korrekt aufgelöst, aber durch die Dissonanz wird diese Regel quasi überschrieben. Vielleicht kann man wirklich von Prinzipien sprechen, einem Prinzip sprechen, das allerdings nicht so stark ist, dass die Sätze davon durchsetzt sind. Was meint ihr zu der Stelle? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis dann. Ciao.